So, da sind wir wieder. Ich habe natürlich nichts überlegt. Ich habe übrigens die Steuerung vergessen und muss mir kurz mal meinen Zettel raussuchen, wo ich die Namen draufgelegt habe. Wir haben hier Thomas und James. Ja, wunderbar. Thomas ist derjenige, der rot ist. James ist derjenige, der grün ist. Und ich schreie so, weil das Ganze für mich gerade etwas laut ist. Moment, ich kann es vielleicht etwas leiser machen. So ist doch schöner. So ist sie besser. So, James bewegt sich auf der Oberseite. Switchen wir damit. Okay, gut. Und wir müssen versuchen, dich offenbar nicht hier hinzubekommen. Das wäre natürlich zu leicht gewesen. Wir müssen dich irgendwie da oben hinbekommen. Den Thomas und den James müssen wir da hinbekommen. Dazu müssten wir beide zunächst einmal zusammenbekommen, nicht wahr? Das kriegen wir möglicherweise hier hin. Oder eigentlich auch nicht. Moment. Wie haben wir das gemacht? Gottes Willen, letztes Mal haben wir das gemacht. Warte mal, ich glaube, das haben wir geschafft, indem wir... Warte mal, vielleicht können wir ja hier hochspringen. Genau. So war es auf jeden Fall nicht. Das haben wir schon mal kurz geklärt. Und, voilà, das war nicht das, was ich wollte. Verdammter Mist. Und hier rüberspringen geht auch nicht, schätze ich mal. Es sei denn, also vor allem, wenn ich überhaupt nicht springe. Das ist immer das Beste allein. Okay. Ich weiß gar nicht, was mir das gerade bringt, wenn ich jetzt darüber springe. Dennoch probiere ich es gerade aus, einfach aus Prinzip. So. Nein. So, genau. Und so, springen, genau. So, jetzt sind wir hier. Das ist ja schon mal, Mann, super ist das doch. Nee, das war nicht der Fall. Ich musste irgendwie einen, ich musste ja den James musste ich irgendwie ranklemmen. Weil du darfst auch nicht hier hin. Hier muss der Thomas hin. Und der Thomas kann nur dahin, indem er entweder hier rüberspringt, was nicht funktionieren wird, weil hier dieser, also, ich kann leider nicht zeigen. Habe ich Mauszeiger? Nein, habe ich nicht. Wenn James jetzt hier wäre, auf dieser Plattform, natürlich andersrum, und er versuchen würde, hier rüber zu springen, würde er wahrscheinlich mit dem Kopf hier ranstoßen. Mit dem Kopf in Anführungsstrichen, mit der Oberseite des Rechtecks. An dem James gerade rumläuft. Deswegen wird das so nicht funktionieren. Deswegen kann er hier nur hin mit James Hilfe. Okay, James... Um James mit Thomas in Kontakt zu bringen, muss ich mal gucken. Vielleicht können wir hier hochspringen. Das müsste... Ja, das geht. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Die Frage ist, wie kriegen wir es jetzt so hin, dass... Warte mal. Ach, warte mal. Kannst du hier rauf? Und da haben wir es doch schon. Wunderbar. So. Wir transportieren jetzt... Warte mal, mach's doch ganz einfach. So. Da kommt mir eine blendende Idee. Warum machen wir es nicht ganz einfach so? Das will ich einfach hier unten lang transportieren. Und jetzt langsam... Oder anders. Langsam nach oben springen. Wunderbar. Da kannst du hier runter. Mein Gott. Was habe ich mir da für einen Kopf gemacht? Wieso springt eigentlich wie so ein Depp? Und da haben wir es geschafft. Wunderbar. Jetzt befürchte ich noch ewig gerade festhänge. Okay. Thomas und James gehen weiter. Ach du großer Gott. Das kann ja... Schafft ihr allein diesen Sprung? Das ist natürlich die Frage. Ja. Es sei natürlich, man springt nicht. So. Ich versuche mir beide so ein bisschen parallel laufen zu lassen. Es sind ja auch Freunde, die sich gerade erst... Ach du großer Gott. Sich gerade so kennenlernen. Das ist ein bisschen skurril oder morbide, wenn man sieht, wie seine Überreste selber noch zu Boden regnen, wenn man, während man versucht, diesen Sprung zu schaffen. Aber man kann auch schon während des Sprungs es schaffen. Okay. So, du hier hin. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. So, erstmal dich hier rüber zu bringen. This was working. James and Thomas working together. Oh, das ist dumm. James didn't seem to understand the immense ability he possessed. Wieso springe ich wie ein Idiot? Weil ich erst wieder warm spielen muss, deswegen. Zack. Das war knapp. Das war nicht so knapp. Das war auch nicht so knapp. So, wie wird das laufen? Erstmal muss ich hier hoch. Das ist mal kein so großes Problem. Danach muss ich überlegen. Ich gehe mal hier hin, genau. Und dann gleich mal hier hin. Wunderbar. Und... Du musst dorthin und gespeichert. Okay. Hopp.
Dann gehen wir parallel hier lang. Einmal hier hin und einmal. Ist ein bisschen verwirrend, so zu spielen, natürlich. Aber macht durchaus Spaß. Thomas wondered why the cloud thing had brought them both here. So, wollt euch nicht vergessen? Hui! Ach, schön. Ein recht einfacher Level. Läuft vielleicht eine Zeit mit oder sowas? Okay. Ja, das ist wahrscheinlich verkehrt. Und du musst den langen und schwierigen Weg nehmen, ohne Fahrstuhl. Aber Thomas muss auch noch ein bisschen fit bleiben, damit er auch mal sein schöner, schlanker, ein schönes, schlankes Rechteck bleibt. Ein schöner, schlanker Klotz. Okay. I see what you did there. Das. James muss jetzt mal der Fahrstuhl für Thomas sein. Na gut, er hat sich genug ausgeruht. Kleiner Grünling. So. Genau. Dann gehen wir hier hin. Du gehst dahin. Und wir befinden uns im Freien. Und hoch, und hoch, und hoch. Wenn ich an den Kopf rumspringe, kommen wir nach oben. Wie geil. So, du kommst hier hin. Und James, das war nicht so klar. Das müssen wir noch ein bisschen weiter treiben hier. So. Und so. Wunderbar. James grudgingly helped Thomas to each portal. He knew that eventually they'd find the others and then he'd go back to being the weird one again. He decided to enjoy the time they had left. Ja, okay. Ach nee. Natürlich genau andersrum. Hätte ich mir denken können. So. Ja, warte mal. So. So. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Na gut. Du schaffst wahrscheinlich nicht, hier irgendwo hinzuspringen. Nein, das schaffst du nicht. Okay, es wird doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Wir müssen es schaffen, das so gut zu timen, dass ich Thomas in die Luft befördere, während James sozusagen noch in Anführungsstrichen fällt, also invertiert fällt. So, dass sich beide ausgleichen können. Warte mal, wie machen wir das denn? Wenn du springst. So, zack, jetzt. Okay. So, zack, jetzt. Oh, das war knapp. Okay, das heißt, du musst springen. Bin mir nicht sicher, ob das der leichteste Weg ist, aber ich hab's jetzt so geschafft. So. Oh Gott, das war dämlich. Das war dämlich. Nicht springen, Lars. Nicht springen. Ja, ja. Okay. Und weiter geht's. Noch ein Stück. Genau. Das kriegen wir noch alles hin. Ich bitte euch doch ein leichtes. So. 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 Vielleicht noch ein bisschen. Jawohl. Das war die Frage, wie müssen wir euch gerade runterbringen? So. Na gut. In dem Fall, ich glaube, da können wir dich auch loslassen. Genau. Denn mit dir komme ich hier hin. Wundervoll. Komm. Die anderen beiden sehen wir auch nicht mehr. Alter Schwede, das wird... Ich sage jetzt schon... Oh Gott, das wird ein furchtbarer Level. Es ist ein furchtbarer Level. Vielleicht hol ich erst mal einen rüber. Ach du großer Gott. Das ist... Lauf! Thomas even want to spend time with James. Was he not repulsed by his weird color? So, das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Springen! Jawohl! Oh Gott! Läuft! Geh schon mal weiter. Das war. Wieso klebe ich jetzt daran? Ich will nicht daran kleben. So. Das ist gut. Das ist nicht gut. Sag mal. Inversions? Inversions, ja. Das kann man sich nicht betrachten. So, einfach ganz in Ruhe. Müssen wir uns gar nicht stressen. Wir haben ja kein Zeitlimit oder sowas. Immer schön von Checkpoint zu Checkpoint. Jetzt andersrum.
Wie ich schon sagte, wir müssen uns gar nicht stressen und wir stressen uns natürlich trotzdem. So, und Stress. Stress. Nein. Ach Gott. Da habe ich sogar gezögert. Nein, komm schon. Erstmal abwarten. Alles in Ruhe. Alle guten Dinge sind drei, oder? So. Hier rüber. Und wir sind gleich am Ziel. Zumindest an einem Zwischenziel. Hervorragend. Wir gehen gleich weiter. Das war... warte mal. Lass gucken, wie das Pattern hier ist. Ihr kommt hier an... Okay. Gibt es überhaupt eine Lücke für mich? Ja, wenn ich schnell genug dastehe. Ist auf jeden Fall eine Lücke da. Gut. Ich muss nur genau die Position treffen. So, warte mal. Ich kann halt gleich mit dir mit rüber gehen, weil der James markiert gerade für mich wunderbar die Lücke. So. Jetzt gehst du runter. Sehr schön. Und wir schaffen das. Yep, wir schaffen das. Level 5.1. Lass mich mir raten. Wir sollen möglichst in dieser Position verharren. Zumindest in dieser Relation zueinander. Okay, hier kommt das Erste, was ein bisschen anders ist. Ah, hier müssen wir ein bisschen mit Höhenunterschieden offenbar arbeiten zusammen. Ein Level für die Höhenunterschiede. Interessant. Das heißt, wenn du jetzt springst, kommen wir weiter. Oh, James, zum allerersten Mal in deinem Leben. Jetzt springst du ein bisschen. Aufpassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer muss wohin? Natürlich war es andersrum. Aber ist kein Problem. Zack. Zack. Winter is coming. Errungenschaft freigeschaltet. Wunderbar. Awareness is a word that gets thrown around a lot, and a lot of people consider Thomas to have been created aware. Looking back to the logs, it seems that awareness only happened somewhere around the network connection spike. Sarah leaned her wizened head back and laughed. The quadrilaterals were apparently after some friends of theirs. How petty an adventure. Okay, wir haben also eine Sarah jetzt, oder was? Wir kriegen einen Doppeljump, ist es korrekt? Double Jump as Sarah by hitting mid in space air. Wie ist es auf Controller gedacht? What? Double Jump as Sarah by hitting space in mid air. Ah! Gut, Sarah ist lila, soll ich vielleicht mal hinschreiben? Ich wollte gerade sagen, es ist doch Thomas gewesen, der Rote. Okay. Alter Schwede. Okay, gut. Ja. Oh, das war... gut. Die Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt da hoch? Kann es sein, dass es schon ziemlich dämlich war von mir? Ich würde sagen, es ist so. Ne, warte mal, das kriegen wir hin. Und zwar so. Genau. Ich befürchte mich. Ach du großer Gott. Ja. Sarah? Das war schön. Kann es sein, dass wir den James irgendwie hinbekommen müssen. Den Quatsch, den Thomas hier irgendwie oben rechts hinbekommen müssen. Warte mal, was ist Quatsch? Wäre das Quatsch? Ausprobieren. Nein, alles cool. Ich habe jetzt kompliziert gedacht. Ich dachte ganz ernsthaft, dass James links unten hin muss. Und Thomas halt die andere Richtung. Na gut. Wir haben eine Sarah. Die ist eigentlich klein. She could only hope they might understand. Of the Fountain of Wisdom, the channel through which all data flowed. Ganz ehrlich, mittlerweile wird's echt kompliziert. Ich gucke mir erstmal kurz den weißen Knopf da unten an. Der was auch immer bringt. Gut, kommst du hier hoch? Oh, du kannst echt hochspringen. Oh, du bist auch der Einzige hier, fällt mir gerade so auf. Alter Schwede! Was für eine Sprungkraft! Kann man die Kamera noch so ein bisschen bewegen? Nee, kann man nicht. Schade.
Ich habe das Gefühl, ist hier Wasser oder so? Oh ja. Oh ja. Ich habe mich kurz gewundert, wo ich noch hin müsste. Offensichtlich dorthin. Aber was bringt mir das jetzt? Ist hier irgendwo... Ah ja. Ich verstehe. Okay, noch irgendwo einer? Den steht doch neu, oder? Komm. Ich kann mir euch erzählen, genau, der da oben war nämlich letztes Mal noch nicht da, soweit ich weiß. Na komm her! Ah, das ist wunderbar. Mit Sarah ist das Spiel macht schon richtig Spaß. Sarah könnte tatsächlich für John sogar eine Herausforderung sein, von der Sprunghöhe. More like an eagle. She had vowed long ago that she would know this world. She would know what this world was. That she, Sarah, would know how to escape it. Ah ja, okay. The Red One, who spoke wisely for a lesser, offered Sarah their help. So long as she then helped them save their friends. Mist. He too had wondered at the secrets of this world and would quite like a go on the Wisdom Fountain, if that was okay. Na komm, es geht weiter. Sarah marveled at his foolishness, accepted his help. Verdammt! Das ist ja... Achso, du bleibst da, der Großbald bleibt da, alles gut. Jetzt komm mal zurück! Verdammter Mist. Okay. Gut, schaffen wir es. Darüber nicht so. Okay. Ach, verdammt ist. Na komm schon, komm runter. Das war knapp. Knapper als ich hoffte. So, ich muss in die Richtung nämlich springen, um den Dreier hier mitzunehmen. So, achso, ah, wunderbar. Ich muss den Weg mit der Plattform natürlich mit mehr mit einrechnen. Sarah wondered at the possibilities of the outer world. She had heard legends of a third dimension. Perhaps she'd encounter one of those curves the blind square had spoken of. Das wird ein zweiter Sprung. Aber ich habe ihn wie immer gemeistert. Wunderbar. Was bringt es? Ah ja. Ah ja, muss dahin. Du musst oben drauf. Pock. Lustiger kleiner Hut. Und du schaffst es einfach mal hier rüber. Eine dritte Dimension. Ich bitte dich, Sarah. Machen wir uns nicht lächerlich. Level 6.6. Ja, warte mal. Erstmal Knöpfchen drücken. Ist nie verkehrt. Es sei natürlich, es geht nicht. Ah, ihr braucht euren eigenen Knopf. Ja, so? Nein. Kannst du so? Kannst du besser springen, als ich denke? Ich hoffe. So? Naja, das klappt so nicht, glaube ich. Dann lass es doch erstmal sein. Du schaffst hier rein. Was man kann ich einfach sagen. Oh Gott. Single jump each? These were truly weak creatures. They possess heart, though. Sarah might consider taking them with her. If they were up to it, which they were probably not. Okay. Das könnte mal der Weg gewesen sein. Könnte ich jetzt bitte mal James wieder haben? Ah ja. So. Gab es nicht noch einen Knopf hier? Ja, oh, da ist noch ein roter, natürlich. Grün meine ich. So, du kommst aber nicht hierher. Das heißt, wir brauchen Sarah. Insofern du James Gewicht tragen kannst. Nichts für ungut, James. So. Ja. Aber ganz ehrlich, wesentlich mehr Leute soll es echt nicht werden, dann wäre ich verrückt. So, 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 so. So, ist schön. Bisschen in die Richtung. Nein, ist mal falsch rum. Nein, nein. So, ist schon gut so. Ja.
Ich spreche zu oft auf Thomas, ist ja unglaublich. So, du kannst einfach jetzt runterspringen, nicht wahr? Hammer dich. Gut. Das heißt, dich können wir... Ach nochmal, Quatsch, Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Dich können wir gleich hier anbringen. Dich bekommen wir sowieso hier hoch. Und dich natürlich auch. Du bist natürlich etwas schwerfälliger als Sarah. Aber hey, Sarah ist auch klein und wendig. Ach, du kannst mal... Double Jump, ne? Hm, sehr gut. Gut. Sarah bringt doch die entscheidenden Millimeter mit. Für den lieben Thomas. So, Thomas ist am Ziel. Sarah kommt hinterher. Mit einem einzigen Anlauf bewältigt sie diesen Sprung. Wunderbar. Komm. Oh, ein Trinket. Interessant. Also hier kommen wir nur rüber mit einem Doppelsprung offenbar in dieser Passage. Gucken wir uns mal erst in der nächsten Folge an. Bis gleich.